Moin, willkommen hier in den Principal Studios. Hier haben wir eine neue Platte aufgenommen und dazu wollen wir jetzt noch ein bisschen was erzählen, wie das alles so gelaufen ist. Der Rot wird sich wohl verspäten, es sieht gerade ganz danach aus. Er schaut nochmal nach den Geräten und auf seine Strecke voraus. Er wollte schon früher mal. So, hier sind wir zum Beispiel in einem der Studios, wir haben ja hier mehrere, es mangelt an nichts sozusagen. Und hier ist einer dieser Räume, in dem wir uns dann immer so aufhalten und uns die Zeit vertreiben sozusagen. Er erinnert sich nur noch recht vage, er war noch ein ganz junger Mann, damals brauchte er nur 7 Tage. Ja. Also angefangen haben wir ja mit der Arbeit an 3D eigentlich fast, als die andere Platte draußen war. Dann ging es irgendwie gleich schon wieder los. Irgendwie hatten wir schon die ersten Ideen und haben schon uns gar nicht so großartig zur Ruhe gesetzt, sondern gleich angefangen so weiter zu basteln. Und weil für mich, weil ich hier in der Nähe wohne, war das immer ganz gut. Ich kann also immer sofort hier mal eben hinfahren und mal ein bisschen schon Ideen irgendwie so aufnehmen. Und so war das also die letzten 2-3 Jahre, haben wir eigentlich dann immer kontinuierlich da auch so ein bisschen dran rumgebastelt. Und als wir gerade fast fertig waren und fast alles schon eingespielt war und so, dann kam der große Lockdown und dann war auf einmal die Situation so ein bisschen wie damals zu Ostzeiten. Dann war die Mecklenburger Fraktion, die konnte dann irgendwie das Bundesland nicht verlassen und dann kamen Stefan und Krähen nicht her und irgendwie stockte dann alles und so ist der Zeitplan dann nachher letzten Endes auch wieder ganz eng geworden und dann war es wieder ganz normal angeführt, weil es wäre das erste Mal gewesen, dass wir so ein bisschen so entspannt in diese Veröffentlichungszeit reingeraten, aber so war wieder alles wie immer. Stress zum Schluss und Termindruck und letzten Endes alles auf dem letzten Drücker, aber vielleicht muss es auch so sein und haben uns auch dran gewöhnt mit der Zeit. Verspäten. Es sieht gerade ganz danach aus. Er schaut noch mal nach den Geräten und auf seine Strecke voraus. Ja, als wir dann dran gingen, an dem Video zu arbeiten, da war das dann schon klar, dass wir auch so ein bisschen in die Richtung gehen werden. So. Obwohl das letzten Endes jetzt auch gar nicht so irgendwie doll auf Corona ausgelegt ist, sondern eher in die Richtung von den Leuten geht, die so glauben, dass die Erde flach ist oder die glauben, dass Bill Gates oder Echsenmenschen oder wer auch immer irgendwas ganz Schlimmes mit uns vorhat. Also eigentlich geht's mehr in die Richtung. Was zur Hölle ist denn bloß mit dieser Welt passiert? Was zur Hölle geht hier vor? Ich glaube, die neue Platte ist ein bisschen ernster. Okay, na klar, so schöne Frau mit Geld, irgendwie, das ist schon nochmal was, wo wir das Ganze so ein bisschen umdrehen. Irgendwie, dass immer so gesagt wird, dass die Frauen sich reiche Männer suchen. Das gibt natürlich das andersrum auch. Und das haben wir da nochmal zum Thema gemacht. Aber sonst ist es ein bisschen ernster. Irgendwie, ach, man kann sich das gar nicht so vornehmen, sondern es passiert ja so, wie es passiert. Also die Songs, die kommen ja zu uns und wir nicht zu denen. Und insofern ist man auch immer ein bisschen darauf angewiesen, was einem so einfällt, was einem für Ideen kommt. Ein Junge hockt am Boden mit leerem Blick nach vorn, die Knie angezogen, die Hände auf den Ohren. Schon ein paar Stunden hat er nun in diesem Raum hier aus, denn seit dem frühen Abend tobt die Meute vor dem Haus. Ja, das ist einfach so bestürzend, wenn man das so mitkriegt, dass das einfach heute immer noch so aktuell ist. Und das ist ja fast 30 Jahre her. Und mich macht das so fertig, dass das muss doch mal irgendwann aufhören mit dieser ganzen Bullenscheiße von rechts. Und
Ja, und es ist ja heute immer noch so, dass auch von der Politik her immer noch gesagt wird, ja, wir müssen aufpassen, Extremismus von rechts und links und so, ne? Und wo ich immer denke, wow, also wie viele Leute sind dann von den Linken jetzt bis jetzt umgebracht worden? Irgendwie, das ist ja, irgendwie, das ist so, das stimmt alles nicht. Und das macht dann so betroffen, irgendwie auch für die Menschen, die hierher kommen. Brennt alles nieder! Und stellt das ganze Haus, brennt alles nieder. Keiner kommt hier lebend raus, brennt alles nieder. Ja, Holger ist ein toller Songwriter und er kann auch toll texten. Und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ja, wir sind beide so ein bisschen so Einzelgänger. Wir sitzen beide so eigentlich mehr so für uns und tüfteln so unsere Ideen aus und stellen sie uns dann gegenseitig vor. Und da gibt es natürlich auch schon, dass wir so sagen, Mensch, hier könnte man noch einen anderen Akkord einschlagen oder so. Aber das grobe Gerüst, das machen wir beide eigentlich so für uns schon fertig. Und ich muss mal richtig raus. Raus aus dem Irrenhaus und ich will endlich freie Bahn. Ich will auch keine Grenzen mehr, ein anderes Element was her, seh ich doch nur zur See gefahren. Genau, ja, wir haben die Gib 8 auch schon hier gemischt. Die haben wir noch woanders aufgenommen, noch im Waldlein damals in Braunschweig, aber dann haben wir dann hier gemischt und wir haben uns dann auch irgendwie so ein bisschen in die Arbeitsweise hier verliebt und seitdem sind wir hier und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch noch eine Weile bleiben. So, und hier sehen wir jetzt gerade Jörg Umbreit hier, unser Produzent. Die Werktätigen. Und Holger, die gerade bei der Arbeit sind. Man sieht man auch gleich, dass das Studio auch noch ein bisschen bewohnter aussieht, sag ich mal. Was? Was? Ja, hier ist gerade viel Betrieb und die beiden sind gerade busy, wie man so schön sagt heutzutage. Und deswegen lassen wir sie auch erstmal alleine und hören uns nachher das Resultat mal an. Ich stell dir vor, dann bin ich frei. Mitten auf dem Ozean, kein Hindernis, so weit man sehen kann. Bitte nimm mich einer mit und für eine Flasche Aquavit schrub ich auch ab und zu das Deck. Unsinn. Hauptsache ja zwei Flächer. Ja, hier sind wir bei uns im schönen Proberaum. Hier versuchen wir die Songs, die dann irgendwann mal später auf Platte sind, ein bisschen einzustudieren, ein bisschen umzuwandeln. Wir können ja aufnehmen nebenbei. Grille probt mit dem E-Drum hier, damit wir unsere Ohren schonen, weil meine Kollegen alle ein bisschen älter sind. Wir haben auch ein richtiges noch da, das machen wir dann kurz bevor wir richtig loslegen, spielen wir dann noch wieder laut. Aber so während dieses ganzen Übens und diese ganzen neuen Song-Ideen entstehen lassen, spielen wir halt leise. Jo, so sieht's aus. Gut. Ja, hier haben wir nochmal einen anderen Aufnahmeraum. Hier sind wir auch manchmal so am werkeln, sag ich mal. Kann man drüber gucken, ist für Gesangsaufnahmen ganz gut, dass man sich auch sieht und sich so ein bisschen so ein gutes Gefühl geben kann. Und ja, genau, also letzten Schliff machen wir meistens dann drüben im großen Studio, aber da sind gerade andere am Werkeln, andere Künstler und da können wir gerade nicht rein. Aber ja, aber so etwa kann man sich das vorstellen, so sieht das hier aus und überall hängt irgendwas herum und steht irgendwas herum, was Musik und Töne produzieren kann.